Hallo und herzlich willkommen zum Let's Play Black Prophecy, dem neuen Weltraum-MMO von dem deutschen Entwicklerstudio Reaktor. Mein Name ist Peter Smits und ich zeige euch Black Prophecy, wenn mein Plan aufgeht, bis zum Ende des Prologs, was rund 3 bis 4 Spielstunden dauern dürfte und wo man schon sehr viel erlebt, was nicht gerade normal ist für ein Weltraum-MMO. Black Prophecy ist erst vor kurzem gestartet. Deswegen gibt es auch erst 2 Server, denen man beitreten kann, einen englischsprachigen Server und einen deutschsprachigen Server. Wir nehmen natürlich den deutschsprachigen Server. Und ich selbst habe schon einen Charakter gespielt, deswegen ist das auch kein Blind-Let's Play, hier sieht man ihn. Wir machen aber einen neuen. Ich habe auch nur bis Level 5 gespielt, was ungefähr bis zum Ende des Prologs ist, weswegen ich auch schon ungefähr weiß, was uns da erwartet. Und das ist nicht schlecht. Möchten Sie den Prolog überspringen? Nein, das wäre irgendwie sinnfrei. Da wir nicht allzu viel Zeit hier verbringen wollen, in der Charaktererstellung. Nein, der ist nicht so hübsch. Also man kann hier schon einiges einstellen. Die Ethnologie, also so etwa ja, grundlegende Sachen wie Gewicht und Schwerkraft. Das ist vielleicht nicht die beste Übersetzung. Also wie viel Haut hängt. Das kann man aber auch noch im Detail verwalten. Es gibt unterschiedliche Haarpresets, die man dann auch noch farblich ändern kann. Man kann Stirn, Nase, Mund verändern, Kinn. Und dann gibt es auch noch das gute Spezial. Tattoos, Gadgets wie Ringe. Ich gehe stark davon aus, dass sich solche äußerlichen Sachen auch noch später bei den Mikrotransaktionen wiederfinden werden, durch die sich Black Prophecy im Endeffekt finanzieren soll. Also wie gesagt, das Spiel ist Free-to-Play. Kostet im Grunde nichts, wenn man einfach nur so spielt. Wer aber spielerische Vorteile haben möchte, wie schnelle Erfahrung und so weiter und so fort, der hat zu bezahlen. Das sehen wir aber nachher noch im In-Game-Store. Der sieht nicht hübsch aus, den nehmen wir nicht. Der sieht so aus, als hätte der schon Erfahrung, er ist ein Badass. Und da ich auch ein Badass bin, nehmen wir den. Wir nennen ihn, weil wir so total einfallsreich sind, Let's Play Pete. Das klingt nicht ganz so behindert. Und los geht's. Es gibt hier sehr viele Zwischensequenzen und sehr viel Geschichte, was direkte Konkurrenten wie beispielsweise Battlestar Galactica Online oder EVE Online nicht wirklich zu bieten haben. Und ich bin jetzt ruhig. That Saviador was settled by humans. Some claim that we would have had an easier time settling the universe had we done it in peaceful coexistence with our creators. Personally, I think we would never have gotten to where we are today without the species wars. The species wars were the fuel for our creativity. They brought us prestige and progress and led to the creation of a new human race. The split from our creators led us to new worlds, to new ingenuity, and to new wars. The wars made us what we are today. The spirit of Saviador is our constant companion. It is the beacon that guides us from colony to colony. It illuminates the darkness. We revere it, we honor it, we would die for it. We didn't encounter any other intelligent life forms on our forays into space, which gave rise to the belief that the universe was made for humans, and that all we had to do was stretch out our hands and reap the bounty of its treasures. Finding Triamon was like finding the lost paradise again. Conditions on the surface of the planet were absolutely perfect. Almost too perfect, some felt. But Triamon was not the first planet we've settled. It's the 14th. So we went about its settlement with a set routine. The only thing standing in our way, as it usually happens, was us. Times have changed since the species war. We are no longer the only human species in the universe. We continue to develop in different directions. The challenges of the universe have allowed us to escape the shackles of evolution. There are no more limits to our creativity. There is only one decision left for us to make: biogenesis or cybernetics. Each human species has developed its own methods and strategies for war since the uprisings on Saviador, and they're nearly perfected.
But every war needs to end sometime. It just wears itself out and gets lost to history. What follows is a cosmic moment of creative emptiness known as freedom. Even now we're starting to create great things, signing pacts, and creating a memorial to peace, so that its emptiness might not seem quite so pointless. But just because you can't see a silent enemy doesn't mean he doesn't exist. The invisible is ever present and always nearby. So remember this. No war is ever over. Each end is also the beginning of something new. This is Stellar Vox News. Today marks the end of a long and arduous journey for over 12,000 colonists. The migrants have been traveling for nearly 8 years from the Nara colony to the recently developed Ionos system. The colony ships Cherries, Dion, Medea, and Oravia are expected to arrive at the Spire soon. Most of the people on board the four colony ships will soon start their new lives on a world almost too beautiful to be real. Almost too perfect to clear woods for settlements and cities. Almost too close to paradise to be cultivated and planted with monocultures, Triamen. These people have been traveling for 3.5 light years, 33 trillion kilometers of uncertainty, and they are now just 1.6 billion kilometers from their new home. An 80-minute job if they could travel at ice speed. This is the commander of the Dion. Please excuse the interruption. I'm afraid all communications are down while our route takes us past Clave. The Brown Dwarf is the seventh and largest heavenly body in the Iono system. If you are on one of the observation decks or looking out one of the panoramic windows, you can admire its glorious ring system with a diameter of over 3 million kilometers. What the... Pointless. Also, wir wollten eigentlich hier mal schön unser neues Leben starten auf einem neuen Planeten, aber werden angegriffen. Und ich habe kein eigenes Schiff gerade im Moment, sondern sitze nur in so einem Geschützturm und kann mich umsehen und auf Gegner schießen. Und das Tutorial startet. In diesen Tutorials werden wir die wichtigsten Tasten im Spiel sowie das Spielkonzept erklären, damit du so schnell wie möglich das Spiel verstehst und genießen kannst. Das ist sehr freundlich. Halte einfach das Fadenkreuz auf einen Punkt in der Mitte des Bildschirms und drücke ab. Okay, den Maustaste, ich denke, das ist ziemlich Standard. Also, okay, bei EVE Online wäre es jetzt nicht der Fall. Da müsste man erst im Vergleich auswählen und so weiter und so fort. Aber die Entwickler von Reaktor sagten auch, dass sie in diesem Spiel gar nicht versuchen wollen, ein ähnliches Spielgefühl wie das von EVE Online zu schaffen, sondern eher etwas actionorientiert ist. Also es hat schon sehr viel mehr von Freelancer als von dieser etwas trockeneren Wirtschaftssimulation von EVE Online. Rechts unten sieht man den die Überhitzungsanzeige. Okay, das wird uns jetzt auch nochmal schön gezeigt. Waffen können überhitzen. Das sollte man vermeiden. So, jetzt wird uns die schnelle Zielerfassung erklärt. Ich kann T drücken. Und dann wird mein Gegner angewählt, irgendeiner, der halt gerade in der Nähe ist. Und mir wird auch schön angezeigt, wo ich jetzt hinschießen muss, was auch direkt wieder an Freelancer erinnert. Dann wird automatisch der Nächste ausgewählt. Mir wird wieder gezeigt, wo ich hinschießen muss. Und dann geht die Ballerei fröhlich weiter. Also ich weiß nicht, ob das gerade... Ich hoffe, das kam gerade gut rüber in dem Intro. Also das war jetzt nicht unbedingt eine Rede, die man begrüßen sollte als Spieler. Also die war ja recht kriegsverherrlichend und demagogisch und eher gegen unsere Ansichten. Also sowohl das Studio, das hinter Black Prophecy steht, nämlich Reaktor Media,
als auch der Publisher, Gamigo, das deutsche Unternehmen. Reaktor sitzt in Hannover und Gamigo in Hamburg. Und bisher ist auch nur das Spiel in Europa gelauncht. Aber man kann davon ausgehen, dass die Staaten und dergleichen auch bald erobert werden sollen. Sollte es hier erfolgreich sein. Also man sieht auch schon direkt, dass das sehr international angelegt ist. Es gibt keine deutsche Sprachausgabe, sondern nur deutsche Untertitel. Was mich aber persönlich gar nicht stört, weil generell bei internationalen Produktionen meiner Meinung nach die englischsprachigen Synchronsprecher ein bisschen mehr drauf haben. Solange Subtitles da sind, macht das ja nicht so viel aus. Also ich habe schon beim ersten Mal spielen gedacht, dass diese Phase hier relativ lange dauert. Man schießt da so einen Gegner nach dem nächsten ab. Die Abwechslung folgt noch. So viel sei verraten. Okay, auf den kann ich nicht schießen. Suchen wir uns den nächsten aus. So weit kann ich noch keinen holen. Na komm, nehmen wir doch den. Ich hoffe, das ganze Interface wirkt jetzt nicht zu überladen. Normalerweise ist das etwas angenehmer. Ich spiele jetzt aber in einer 720p Auflösung, um die Aufnahme richtig einfach zu machen. Beziehungsweise damit ich das nicht nach den Aufnahmen extra noch runterrendern muss. Das wäre zu stressig. Also man sieht, glaube ich, auch schon, dass das Ding grafisch einiges drauf hat. Also mehr als beispielsweise Battlestar Galactica Online, was ja nicht verwunderlich ist, weil es sich dabei um ein reines Browserspiel handelt. Aber trotzdem, das kann schon einiges. Und man muss dabei sagen, es ist nicht gerade optimiert programmiert. Normalerweise müsste mein Rechner jetzt beispielsweise gar keine Probleme haben, auch auf den höchsten Einstellungen, aber das ruckelt trotzdem gerne schon mal. So, Gegnerz. Da kann ich nicht. Mehr Gegnerz, der ist unter mir. Da. Ja, jetzt warten wir eigentlich darauf. Ah, da kommen ja hier böse. Ich habe aber noch nicht. Ich habe noch nicht das Missionsziel erhalten, die Raketen abzuschießen, weswegen ich die auch noch nicht abschießen kann. Ich muss mich erst selbst abschießen lassen hier, damit ich zurückballern kann. Logisch! Ah, ich kann jetzt aber dabei noch ein bisschen hier Albino-Anfänger abschießen. Ich kann übrigens schon verraten, dass man später ein Schiff bekommen wird. Man wird nicht die ganze Zeit nur in Geschützturm sitzen. Da. Gegner. Mein eigenes Schiff ist im Weg. So, jetzt kommt das nämlich mit den Torpedos. Da wurde schön was getroffen. Neue Torpedos. Oh mein Gott. No! This can't be. So, jetzt darf ich Raketen abschießen. Ja, neues Missionsziel. Also die werden mir dann... Ja, komm ey. Die werden mir dann auch direkt angezeigt, weil das Missionsziele sind. Deswegen kann ich da auch draufballern, sobald sie in Reichweite sind. Zumindest. Und das sind sie jetzt. Und sie sind down. Da kommen die nächsten.